Leipzig ist ja einfach ein geschichtsträchtiger Ort. Also natürlich erstmal mit der Geschichte Bachs, seinem Thomaskantorat hier ganz eng verbunden. Man ist ihm auf den Spuren hier, aber nicht nur das. Goethe war hier, Auerbachs Keller wird im Faust zitiert. Hier fanden die friedlichen Montagsdemonstrationen statt. Also auch, es hat für die deutsche Geschichte auch eine große Bedeutung. Das heißt, es ist einfach ein ganz tolles Erlebnis, überhaupt in der Stadt Leipzig zu sein. Und ja, wenn man die Musik Bachs hier spielt oder hört, dann ist es doch ein authentisches Erlebnis. Ja, also Bach hat ja leider kein Blockflötenkonzert oder eine Blockflötensonate geschrieben, aber er hat das Instrument doch sehr häufig eingesetzt und immer zu besonderen Momenten. Also wenn von Tod, Transzendenz, von Liebe oder auch einfach von kindlicher Naivität oder von weihnachtlichen Atmosphären die Rede ist, dann tauchen plötzlich die Blockflöten auf und es hat etwas ganz Friedliches oder ja, fast Abgehobenes. Und das ging mir schon als Kind so, wenn ich ja, alte LPs mit meinen Eltern gehört habe von Bach-Kantaten, dass mich das irgendwie besonders fasziniert hat. Und vielleicht ist es auch mit ein Grund, warum ich dieses Instrument heute spiele. Ja, also das Bach-Festival, das Bachfest ist natürlich sehr fokussiert auf die Person Johann Sebastian Bachs, das ist ganz klar. Und auch mit den Orten, an denen er gewirkt hat, ganz eng verbunden. Also viele Orte existieren ja leider nicht mal, wie zum Beispiel das Café Zimmermann, wo sozusagen mit dem Kollegium der Universität musiziert wurde. Aber natürlich die Thomaskirche, die Nikolaikirche, man kann hier sozusagen an originalen Orten diese Musik hören. Und es ist ein Fest mit internationaler Strahlkraft. Das ist mir jetzt auch so klar geworden, als ich durch die Stadt gegangen bin. Also man hat unglaublich viele Reisegruppen gesehen, die aus aller Herren Länder kommen, die meistens nicht Deutsch sprechen. Und es scheint doch so eine Sogwirkung zu haben. Und das ist schon das Besondere an diesem Fest. Die alte Musik hat ja eigentlich eine Art Revival erlebt, kann man sagen, so Mitte des 20. Jahrhunderts durch ja, Namen, die jetzt leider zum Teil schon wieder gestorben sind, wie Nikolaus Harnoncourt oder Franz Prüggen, Gustav Leonhardt. Also die in den 60er Jahren anfingen, wieder diese Werke in historischer Aufführungspraxis aufzuführen. Und seitdem gibt es auch eine Lehrtradition wieder. Also zum Beispiel ein Instrument wie Blockflöte überhaupt zu studieren an einer Hochschule oder Barockoboe, Barockgeige mit Damsaiten, mit Barockbogen. Aber nicht nur das, die Sprache zu lernen dieser Musik. Denn das, was in Noten ausgedrückt ist, das ist ja nur ein ganz geringer Prozentsatz von dem, wie es sozusagen in welchem Dialekt oder in welchem Stil, in welchem Geschmack es vorzutragen ist. Und das interessiert die jungen Leute sehr. Die jungen Studenten entdecken es einfach wieder für sich ganz frisch, als ob die Musik gerade taufrisch aus dem Tintenfass gekommen wäre. Und so klingt es dann auch. Das ist wunderbar. Ja. Also ich glaube, dass alte Musik oder auch die historische Aufführungspraxis sozusagen allgemein gut geworden ist, auch der klassischen Orchester. Und wenn man sich heute bei den Berliner Philharmonikern bewirbt, dann gehört es dazu, dass man mit einem Barockbogen umgehen kann, dass man über die Stilistik dieser Musik Bescheid weiß, weil es einfach gefordert wird. Das heißt, man macht nicht eine Einheitssoße zur Musik von Brahms oder Mendelssohn oder Schostakowitsch oder eben auch Bach mit einer Art von Sprache, sondern man versucht sich mehr zu spezialisieren und zu differenzieren. Und das ist auch die Tendenz der modernen Orchester. Und deswegen ist die Akzeptanz also der Breite einfach größer geworden. Wobei man muss sagen, dass eigentlich die Kultur, in der zum Beispiel die Musik Bachs entstanden ist, also die protestantische, tiefreligiöse Kultur, eigentlich ja heute nicht mehr vorhanden ist. Diese Musik wird jetzt exportiert, sie wird in Japan gespielt, überall, wo die Leute auch einen anderen Glauben haben und vielleicht den ursprünglichen Grund dieser Musik gar nicht mehr kennen und auch vielleicht nicht verstehen können. Aber doch ist die Musik so universell, dass sich diese Spiritualität doch mitteilt und das auf aller Welt. Und das ist natürlich eine große Kraft und ein Sog, dem sich keiner entziehen kann.
Naja, ich habe viele andere Instrumente gespielt und mache das auch heute hobbymäßig noch. Ich traue mich damit nur nicht auf die Bühne. Also zum Beispiel, ich habe lang im Chor gesungen. Als Siebenjährige habe ich im Kirchenchor, also mein Vater ist evangelischer Pfarrer und da gab es eben einen wunderbaren Kirchenchor, habe mit meiner Schwester und meiner Mutter dort gesungen. Ich kann mich erinnern, die erste Kantate, die wir gemacht haben, war Jesu, meine Freude. Und das war so das Fundament überhaupt von Musik, das Singen und auch das Gemeinschaftserlebnis des Singens, auch im Chor, in der Kirche, also wirklich auch mit einer wunderbaren Akustik, auch zu den Gelegenheiten, den Festivitäten des Kirchenjahres. Dann die Hausmusik, die wir gemacht haben zu Hause. Meine Mutter ist Flötistin und auch Cembalistin, Pianistin. Wir haben einfach zusammen Musik gemacht. Ich habe Cello gespielt, auch Viola da Gamba, auch selber ein bisschen Klavier gespielt. Meine Schwester hat Klavier und Kirchenorgel gespielt, jetzt singt sie mehr. Und ja, das heißt, Musik war in unserem Haus. Und die Flöte war einfach das Instrument, was am natürlichsten mir ans Herz gewachsen war. Da musste niemand kommen und sagen, so, jetzt üb doch bitte mal, du hast morgen Flötenstunde oder so. Das kam einfach nicht vor, weil das habe ich von selber gemacht. Es kam dann ein Zeitgeschmack, also der galante Stil, dann die Frühklassik, die Empfindsamkeit und später natürlich die Klassik mit ihren neuen Formen, der Symphonie und der Sonatenhauptsatzform, wo eine Blockflöte nichts mehr zu suchen hatte. Sie war einfach zu direkt und hatte nicht diese Farben, die sich in ein Orchester einfügen konnte, wie eine Traversflöte. Zum Beispiel die Entführung aus dem Serail von Mozart enthält ja eine Flötenpartie, und da weiß man heute, dass es auch eine Blockflötenpartie war. Das heißt, wirklich ausgestorben ist das Instrument nicht. Es gibt noch nicht wirklich die Spezialisten, die auf einem Top-Niveau sich damit beschäftigt haben, aber es ist vielleicht auch für die Zukunft interessant. Ich bin eher in einer Tradition groß geworden, wo ich mich mehr mit ganz früher Musik beschäftigt habe, um sozusagen von hinten auf die Musikgeschichte draufschauen zu können. Es gab da einfach immer direkt so einen Kontakt. Und das hat mir gefallen, deswegen bin ich auch immer gerne wiedergekehrt. Und man muss schon sagen, die Professionalität, in der das geschieht, da hat es natürlich einen wahnsinnigen Sprung gemacht. Und ich will nicht sagen, dass das der Osten im Westen überflügelt hat, aber es ist absolut international ausgestrahlt und perfekt, ja, auf modern Deutsch durchgestylt irgendwo. Vom Erscheinungsbild, von der Dramaturgie der Festivals, von der Art der Künstler, die eingeladen werden, also das Niveau. Ist das ja, also absolut auf höchstem Niveau.